Jo, hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei Subsistence. Und wir werden jetzt erstmal Dünger hier reingeben. Wasser ist noch genug drin. Und dann, angeln können wir vor dieser Folge nicht. Aber ihr seht schon, mein Balken ist ein bisschen voller, der Eiweißbalken. Ich habe nämlich Kartoffeln, können wir flicken. Ich habe nämlich, und das fängt an zu schneien, wa? Wir haben es immer noch November. Kartoffeln pflücken. Der Rest ist noch nicht reif. Dann gucke ich gleich nochmal nach Samen. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall einmal Möhrensamen. Genau, einmal Möhren und dreimal Tomaten. Da hatte mir, glaube ich, der Checkoff auch dazu geraten, dass wir mehr auf Tomaten gehen sollen. Ich mehr auf Tomaten gehen soll. Damit also einfach darum, weil der Rest ist eignet sich mehr zum Kochen, aber die Tomaten, die bringen halt Flüssigkeit und wohl auch am meisten für die Veggie-Leiste. Deshalb ist es sinnvoller, wenn wir mehr auf Tomaten gehen. Die Kartoffeln, die lassen wir erstmal hier. Und ja, ich würde mal sagen, wir snacken mal noch auf jeden Fall drei Möhren. Und dann sieht das schon wieder ein bisschen besser aus. Vielleicht finden wir unterwegs was. Ich weiß nicht, ob wir uns vielleicht schon die Jacke anziehen sollten. Die restlichen zwei Tomatensamen, die tue ich mal wieder hier rein. Und ich habe hier, ja gut, jetzt haben wir noch 10-mal Asche drüber. Die können wir auch erstmal hier lassen. Wir stellen uns auch demnächst eine Kiste draußen hin, wo wir dann unser Angelzeug und unser Zeug für den Garten unterbringen können. So. Hier haben wir noch drei Platten, Verstärkungsplatten. Da würde ich mal gucken wollen. Der Hammer, der ist, glaube ich, sinnvollerweise in einer anderen Kiste. Ich noch mal schauen, die Wand hier, die wollte ich auf jeden Fall jetzt hier noch verstärken, ne? So, wir brauchen einmal Nägel. Na gut, die können wir gleich die zwei Stück nehmen und dann, ach Quatsch, ich vergesse es immer wieder, ne? Aber das machen wir ja auch nicht oft mit R wie Richard. So, für die Tür brauchen wir zwei. Gut. Wir haben ja hier noch eine, ne? Ja. Die werden wir uns auch mal drüben mit reinpacken. Warum habe ich jetzt immer noch zwei Nägel? Hatte ich hier noch einmal gehakt? Nee. Gut. Wenn wir noch zwei mal haben, nicht schlecht. Ist ja nicht verkehrt. Oder bin ich jetzt wieder lost? Keine Ahnung. So, den Dietrich hatten wir hier noch drin, ne? Dann legen wir noch mal Holz nach. Und schauen mal, was der Strom macht. Ja, ich denke, der reicht erstmal zu. Die Raffinerie ist ja auch noch an, ne? Ja, hier werden noch fleißig Eisenfragmente gemacht. Und wir legen jetzt nochmal Holz nach und lassen den Rest dann hier. Denn wir holen uns ja wieder Neues, ne? So, dann haben wir hier schon ein bisschen mehr Vorrat. Wunderbar. Gut, wir brauchen auf jeden Fall Stoff. Ihr seht, ich habe die Knarre eingepackt. Hier unsere gute Flinte. Ja gut. Ich weiß nicht, wir können uns, glaube ich, später noch ein Zielfernrohr reinmachen, ne? Oder ist das dann die andere Flinte, die wir uns noch bauen können? Gut. Wir nehmen die auf jeden Fall mal mit und wir haben ja auch die Pistole. Wir werden mal sehen, ob wir vielleicht mal, das war die falsche Taste, wir werden mal sehen, ob wir vielleicht mal in der Folge vielleicht doch einen Bären oder einen Wolf jagen. Dann haben wir gleich Fleisch, ne, und Fell halt auch.
Genau. Aber erstmal stecken wir sie wieder ein und nehmen die Axt. Denn wir wollen ja auch Holz holen. Vorräte, jetzt hat es wieder aufgehört zu schneien und wir haben 13 Grad. In der Frühe. Die Sonne. Genau. Gut. Wir werden mal versuchen, die Sonne ein bisschen zu lesen. Ich denke, dass das ganz sinnvoll ist. Und dann werden wir heute mal in Richtung Süden gehen. Da, wo unsere Fundamente stehen, unsere Hochsitze. Lol. Ihr wisst, was ich meine. Und werden dann mal schauen, ob wir da gut einen Bären oder einen Wolf erlegen können. Ne? Let's go, soll ich sagen. Und dann viel Glück, dass wir auch auf unserer Tour reichlich guten Loot finden. Den Dietrich haben wir mitgenommen, genau. Holz hat man nochmal nachgelegt und hier ist eine Tasche im Gebüsch versteckt. Gut, Sachen zur Munition machen, ne? War da gerade was? Da ist was. Das ist der Bär, glaube ich. Der soll uns jetzt nicht stören. Reichlich Fasern. Wollen wir uns auf jeden Fall. Und ich würde mal sagen, wir versuchen uns mal den Bären hier zu holen, ne? Ich würde sagen, gut, wir nehmen mal den Bogen. Wir nehmen den Bogen und locken den damit erstmal an. Ah, das war natürlich nichts, ne? Ah, der war auch vorbei. Scheiße. Hau ab, du. Ah, jetzt bin ich nicht schnell genug gewesen. Ah ja, jetzt habe ich mindestens eine Patrone verballert, aber gut, ich war wieder ein bisschen aufgeregt, ne? Da kann ich dann manchmal nicht mehr so richtig denken. Gut, die Ausbeute ist jetzt ein bisschen lau, aber naja. Was willst du machen, ne? Sollten wir uns dann auch die Hände waschen? Damit wir uns keine Infektion einhandeln. Zweimal Gegenmittel, ne? Aber das wollen wir nicht versaubeuteln. Sinnlos. Das ist ja ziemlich teuer, ne? Das haben wir ja schon mitbekommen. Wir haben zweimal auf Vorrat, aber am Ende ist es dann auch nicht viel, ne? Wenn wir das sinnlos versaubeuteln, das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Deshalb sehen wir uns vor und wollen uns keine Infektion einhandeln. Heilkräuterchen werden wir uns noch holen hier. Hier ist erstmal nichts. Haben wir den Hammer mit? Jawohl. Dann würde ich mal gucken, aber ich glaube, wir brauchen da auch Nägel, ne? Gut, ach, Nägel waren in der Kiste, glaube ich, gerade drin gewesen, ne? Jawohl. Reparieren. So, dann sind wir fürs nächste Mal wieder gut gerüstet. Geht das nicht gleich kaputt? Was, wenn wir das nicht gemacht hätten? Ja, höchstwahrscheinlich der Fall gewesen wäre. Es wird Winter, ne? Holen wir uns mal die Baumlarve hier. So, wundervoll. Hier haben wir gleich noch jede Menge Fasern. Wachsen die im Winter? Da wachsen die ja wahrscheinlich hier en masse, wa? Jetzt habe ich vergessen, die Pfeile einzusammeln, ich Volltrottel. Habe ich noch einen Pfeil? Ja, zwei Stück haben wir noch. Hätte gerne das Häschen da, ne? Jawoll!
gut gezielt, gut getroffen. Lebt auch nimmer. So, ich würde mal sagen, wir gehen mal in Richtung Wasser. Wir werden uns mal die Pfoten waschen. Ne? Damit wir uns, wie gesagt, keine Infektion einhandeln. Ja, das ist das nächste Häschen, ne? Potenzielles Fell. Ich würde mir nämlich gerne das Bett machen. Ihr wisst das. Yes! Ah, der lebt noch, ne? Naja. Umso länger hält er sich. So, die Pfoten sind sauber. Das ist gut. So, ich noch mal den dünnen Stiel mit hier. Der hat sogar dreimal Holz. Ich hätte jetzt gedacht, der hat nur einmal, aber gut. Umso besser. Ja, jede Menge Fasern, ne? Das ist gut. Sehr gut. Und wir haben jede Menge Eiweiß, ne? Dreimal Fell, dreimal, also Stoff, dreimal Eiweiß. Wunderbar. Einmal Fett zum Biokraftstoff machen. Ein schönes saftiges Steak, ne? Hier waren wir gerade. Da hinten ist der nächste Bär, ne? Ich den mit der Pistole von hier. Müsste eigentlich funktionieren, ne? Jawohl. So, schnell die Pump rausgeholt. Hier bin ich. Gut, jetzt haben wir auch keine Kugeln mehr. Das heißt, wir geben uns dann erstmal zufrieden. Oh, der hat sogar eine Leber gegönnt, Leute. Und damit haben wir wieder 5-mal Stoff. Ich glaube, wir brauchen 6-mal fürs Bett. Blaubeere, die essen wir jetzt nicht, weil wir dreckige Pfoten haben. Ja, gut. Dass ich vielleicht 2-3 Patronen verballert habe, ne? Aber da habe ich halt immer noch zu wenig Übung. Aber trotzdem freue ich mich. Recht erfolgreich bis jetzt. Das wollen wir natürlich nicht aufs Spiel setzen und sind umso vorsichtiger. Dann würde ich nochmal da hinten zu dem dicken Baum auf jeden Fall machen. Und der Pullover macht seins, ne? Gut, dass wir den angezogen haben. Ja, ich denke gerade dran, wir haben auch Metallschrott unterwegs liegen lassen. Naja. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal guten Stuff. Wir haben reichlich Fleisch. Und hier die ganzen Fasern, ne? Das scheint mir so, als wenn hier im Winter die meisten Fasern wachsen, ne? Es fängt gerade an zu schneien und hier du stolperst quasi komplett über die Fasern hier förmlich, ne? Förmlich meine ich. Du stolperst förmlich über die Fasern hier. Naja, wir wollen wir uns nicht beklagen drüber, ne? Sind wir zufrieden damit? Und Fasern brauchen wir nämlich auch wieder. Die sind dann wieder ruckzuck weg. Die guten Bauwerke.
gehen wir mal ans Wasser, dass wir uns die Pfote waschen können. Und dann werden wir uns auch langsam wieder auf den Rückweg machen, würde ich sagen. Ne? Wir haben schöne Ausbeute von der Tour. Nehmen wir uns noch reichlich Holz mit. Dann müssen wir uns auch mal eine neue Spitzhacke machen, da muss ich dran denken. Ich laufe noch mal eine Runde hier um den Felsen. Erz ist erstmal keins da, aber vielleicht, da ist eine Lockpickkiste, ich wollte gerade sagen, vielleicht finden wir noch eine Lockpickkiste. Da ist sie, die holen wir uns natürlich. Ja, die Sicht ist jetzt schon ein bisschen beeinträchtigt, ne? Da möchte ich nicht wissen, wie das ist, wenn wirklich hier so ein richtiger Schneesturm herrscht. Was haben wir denn hier Schönes? Jede Menge Schrotpatronen, die wir verballert haben, ne? Und zwei Pistolenpatronen auch, ne? Da haben wir das wieder gut. Also haben wir den Verschleiß wieder drin. Den sinnlos Verschleiß, den ich hatte. Nice! Wir gucken zu Hause genau, was wir alles hatten. Ne, da vergeude ich mir jetzt nicht die Zeit damit. Eiweißriegel habe ich gesehen. Auf den Rest habe ich jetzt nicht so geachtet. Aber mit Sicherheit nicer Stuff. Dass wir hier mitkommen. Ne? Und das nächste Mal ziehen wir uns, glaube ich, auch die Jacke an. Ich würde meinen, dass das sinnvoll wäre. Natürlich auch nicht liegen. Ich hoffe, die Spitzhacke hält das noch aus. Ja. Wundervoll. Wundervoll. Jetzt sagen, das ist eine sehr erfolgreiche Tour bis hierhin. Hoffen wir, dass es auch so bleibt, dass wir uns hier unterwegs nicht noch irgendwelchen Ärger einhandeln. Ja, die Pfeile weiß ich nicht mehr, wo die jetzt sind, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte die natürlich gerne eingesammelt, aber na gut. Ist so, wie es ist. Ja, der kommt nicht in unsere Richtung, der geht in die andere Richtung.
hier lang. Was ist denn hier? Baumwolle, nice. Und hier eine Tasche. Stand die gerade auch schon da? Gut, das Gewehr haben wir jetzt natürlich nicht ausgetestet, ne? Aber ich würde sagen, da können wir uns auch Zeit lassen damit. Müssen wir ja nichts überstürzen. Und 9mm Patronen gibt es definitiv mehr als Gewehrmunition. Potenziell, und von daher, ne, müssen wir da ja nicht rumschludern. Hier irgendjemand, aber nein, der Bär, der steht auch gut, also da würden wir ja merken, wenn da irgendjemand langkommen würde. So, ich würde sagen, wir machen mal einen Screenshot für das Thumbnail. Dann haben wir also Winteranfang. Ist doch nicht schlecht. Bis jetzt nicht so schlimm, ne? Aber der Winter beginnt ja gerade erst. Der beginnt ja gerade erst. So, und ich würde sagen, wir gehen erstmal unser Fleisch zubereiten und die Leber in den Kühlschrank legen. So. Dann wollen wir mal, dass uns das nicht verkommt, ne? Aber die können wir auf jeden Fall beide machen. Die Leber nicht. Die Hasen, die schlachten wir auf jeden Fall. So. Gut, aber wir schauen dann erstmal, was wir hier aus den Steaks hier an Eiweiß rausbekommen. Die Heidelbeeren werden wir auch mal snacken. Da sind ja sogar zwei gewesen. So. Ja, hier. Verstärkungsplatten haben wir auch wieder. Da werden wir jetzt erstmal die Tür verstärken. Steak halbgar. So. Dann werden wir die Leber erstmal weglegen. Wir dürfen natürlich nicht das Fleisch vergessen, das ist hier drin übrigens, ne? Nicht im Massefabrikator. Gut. Ja, ich würde sagen, wir sind gut dabei. Einmal. Dreimal. Ja, ich würde sagen, einen Kanickel hauen wir uns noch rein hier. So, das andere, das können wir wegpacken. Wir haben dreimal Fett. Das heißt, wir können hier eine Fettschmelze. Wir haben ja noch fünfmal da. Können wir das gleich mal schmelzen. Dann futtern wir den Hasen noch. Halbgar. Viermal Fell. Oder Stoff. Einmal haben wir, glaube ich. Ich glaube, einmal brauchen wir noch fürs Bett. Die Federn reichen auf jeden Fall, die wir haben. Aber ich glaube, der Stoff, da fehlt uns noch einer. Da müssen wir wahrscheinlich noch eine Folge warten.
essen. Damit ist die Eiweißleiste passt. Nö, die ist voll. Wunderbar. So, dann. Können wir uns mal ein paar Sticks machen. Hier haben wir einmal. Ich glaube, das reicht aber nicht. Ich glaube, das reicht nicht, Leute. Nägel haben wir auch nicht viele. Doch. Reicht sogar. Aber wir haben nicht genug Strom. Aber wir schmelzen ja gerade fett. Wir legen hier auch gleich mal ein bisschen Holz rein. So, das ist auch fast fertig. Da produzieren wir dann gleich mal Strom. Und ich hätte schon gerne auch noch für draußen eine Wand und ein Dach, damit wir das Bett unterstellen können. Aber ich glaube, das können wir da auch noch gar nicht hinstellen, ne? Weil wir das, glaube ich, auch im Radius der BKE auch hinstellen müssen. Von daher müssen wir es wahrscheinlich sowieso erstmal irgendwie hier drinnen platzieren, ne? Oder hier außen irgendwie. Aber ich wäre dann eher hier drin. In der Hoffnung, dass wir dann hier noch zur Tür rauskommen. Aber wir schauen dann gleich. Also sobald wir es haben, schauen wir dann erstmal, ne? So, wir brauchen 500 Strom. Wie viel haben wir? 358. Naja, da machen wir uns auf jeden Fall welchen. So, und ich möchte mir Angellein machen. 1, 2. Gut, gut, gut. Hier können wir uns auch jede Menge Biokraftstoff machen, ne? Und wir haben auch jede Menge medizinisches Phonikum. Da könnten wir uns theoretisch eigentlich gleich noch ein einmal Gegenmittel machen. Und das werden wir auch tun. Wir haben ja reichlich Zeit. Wir sind ja heutzutage zu Hause gewesen. Was wollte ich jetzt? Was brauchen wir für das Gegenmittel? Bin ich jetzt blöd? Ach, wir brauchen ja... Ja, gut, alles klar. So, die Leber haben wir noch nicht rausgenommen, das ist gut. Dann würde ich sagen... Tun wir das auch wieder zurück. Wir haben auch noch einmal Streichhölzer, ne? So, haben wir für hier noch irgendwas? Ich glaube erstmal nicht. Rest von Tieren, gut, das kann in die Pistole rein. Dann nehmen wir uns hier auch gleich nochmal 1, 2, 3, 7 passen rein, ne? Ich glaube 7 passen rein. Das sind die Revolverpatronen, genau. Da gibt es noch weniger als hier. Gewehrpatronen auf jeden Fall. So, Schrotpatronen tun wir mal 3 weg. 1, 2, 3. Und die Sehnen, die müssen auch noch drüben rein in die Kiste. Da haben wir dann auch schon reichlich, ne? Aber die werden wir dann mit Sicherheit auch bei Gelegenheit brauchen. So, kommt es mal hier hin. Okay, okay, dann die Baumwolle weg und das Eisen können wir hier reinlegen, ne? Gut, das ist schon mal fertig hier. Würde ich sagen, machen wir das noch fertig und dann lassen wir die Raffinerie erstmal wieder ruhen. Okay, wir haben jetzt insgesamt 9-mal Leim, ne? Kleber. Und dann gucke ich... Gut, wir brauchen ja erst den Strom. Also brauche ich jetzt nach dem Bett noch gar nicht gucken. Wir schauen noch mal. Gut. Nehmen wir uns den hier raus und ist ja der Generator auch so gut wie voll. Naja, nicht ganz.
Nee, komm. Na doch. Oder? Nee, ich mache ihn erstmal nicht an. Wir lassen dann erstmal auf 500 wieder hoch. Die ganze Sache hier. Ist ja dann nicht so viel, ne? Das Eisen müsste ja auch gleich durch sein. Oh, wir müssen Holz nachlegen. Das dürfen wir nicht vergessen. Gut, dann haben wir ja alles soweit. Dann laden wir gleich nochmal die Pistole nach. Da brauchen wir gar nicht so viel Patronen. Aber für die Pump. Dann können wir die Patronen gleich nochmal hier verstauen. Zack. Und hier machen wir die Sehnen noch rein. Da haben wir insgesamt schon 20 Stück jetzt. Gut. Dann würde ich sagen, Leute, machen wir an dieser Stelle hier Feierabend. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso gefallen wie mir. Und wenn das so ist, lasst mir gerne einen Daumen da. Kommentiert auch gerne. Und über ein Abo würde ich mich besonders freuen. Wenn ihr zusätzlich noch das Glöckchen aktiviert, dann werdet ihr über jedes neue Video benachrichtigt. Und ihr könntet mich völlig kostenlos mit diesen Sachen in meinem YouTube-Algorithmus unterstützen. Und dem Kanal beim Wachsen helfen. Bleibt mir gesund, Leute, und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, euer Jens.